So, und damit sind wir wieder zurück. Willkommen zurück bei Discworld 1. Wir wollten mit dem Bibliothekar sprechen, weil der soll ein Buch für uns haben, beziehungsweise es soll in der Bibliothek sein. Ah, vielleicht gucken wir uns selber mal um. Es scheint zu funktionieren. Ist das ein Buch? Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um Levitation. Okay, das Buch der Levitation kann halt fliegen, ne? Meine Güte, da drin leben kleine Broschüren. Ja, die Bibliothek hat so ein bisschen Eigenleben entwickelt. Ein schäbischer Bursche. Tja, ich schätze, wir sollten seine windabgewandte Seite meiden und außer Reichweite seiner Hände bleiben. Okay, vielleicht reden wir mal mit ihm. Hey, du da. Wer? Ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor, ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Okay. Himmel, ja. Ein so gutes Angebot muss ich unbedingt nutzen. Im Ernst? Nein, es war ein Scherz. Ich wollte nur möglichst freundlich sein, um das Gespräch aufzulockern. Aber das ist gemein, jawohl. Du weckst Hoffnung in mir, um sie gleich darauf wieder zu zerstören. Es ist ein sehr anstrengender Job, das Schwindeln und Betrügen. Nun, vielleicht brauchst du Urlaub. Ja, aber wo soll ich ihn verbringen? In den gewöhnlichen Ferienorten findet man heutzutage gar keine Ruhe mehr. Ich habe gehört, dass es auf der Halbinsel Frammenwanger sehr ruhig sein soll. Ja, die ist ja auch überschwemmt. Warum stimmen deine Lippenbewegungen nicht mit den Worten überein? Wegen des L-Raums. Die Bibliothek ist ein Knotenpunkt des L-Raums. Zwischen ihren Regalen erstrecken sich alle Epochen von Vergangenheit und Zukunft. Um ganz ehrlich zu sein, mir wird dadurch ein wenig schwindelig. Ich glaube, das wird später noch mal interessant. Was hast du unter dem Mantel? Sanduhren. Möchtest du eine Sanduhr kaufen? Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkarren herunter, teuerster. Okay, Sanduhren sind normalerweise immer so das Zeichen für den Tod. Aber ich glaube nicht, dass er der Tod ist, weil der Tod wird in der Scheibenwelt ganz anders dargestellt. Offenbar bist du außergewöhnlich dumm. Wenigstens trage ich kein Kleid. Ja, wenigstens Na trägt er schön, kein mach Zeichen. dich nicht zu rar. Bis dann. Kommen wir hier noch irgendwie weiter? Nee, der lässt uns da nicht durch. Und hier kriegen wir bestimmt eine gewischt, wenn wir da langlaufen. Nee, hier gibt's auch nix. Seile. Erinnert mich ans Schlafzimmer meiner alten Tante. Wieso hat deine alte Tante Seile im Schlafzimmer? Okay. Schreibtisch. Ist sicher sehr nützlich, ausgestattet mit allen Dingen, die man als Tier so braucht. Nein, er hat hier gesagt. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das ist auch so ein Running Gag. Der Bibliothekar mag es gar nicht, wenn er Tier oder, ich glaube, es war noch Affe genannt wird. Und dann gibt es immer eine auf die Mütze oder er wird halt sehr sauer. Nun, wenn man genau hinsieht, scheint es sich um einen subtropischen, überwiegend in Bäumen lebenden Affen zu handeln. Ein magischer Unfall in der Bibliothek hat den Bibliothekar in einen Orang-Utan verwandelt. Seitdem hat er allen Versuchen widerstanden, ihn wieder in seine menschliche Form zurückzuverwandeln. Er liebt seine langen Arme und das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu kratzen. Jo. Wer kann's ihm verdenken? So, was haben wir da? Was ist das? Ein Gesprächsthema.
Aha. Ein Gesprächsthema. Ja. Okay, gut. Dann reden wir doch mal mit ihm. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Nein, er hat Affe gesagt. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Okay. Na gut, was macht er, wenn wir uns lustig über ihn machen? Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Nein, er hat Tier gesagt. Hast du die Nummer des Esels? Okay. Darf ich mir ein Buch ausleihen? Uk, uk. Wie bitte? Uk, uk, ik. Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Uk, uk. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Uk! Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja, genau. Du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Nein, du hast schon wieder keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Nein. Hast du die Nummer des Esels? Okay. Dann werden wir doch mal böse. Hey, wem gehört das Tier? Nein. Nein, halt dich mal. Hast du die Nummer des... Ach, Rindswind. Du müsst doch gelernt haben mittlerweile. Nun fragen wir doch mal nach... Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon. Jemand, der kein Tier ist. Sag nicht immer Tier. Hast du die Nummer des... Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Hast du die Nummer des... So langsam wird's unlustig. Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Ja, ich verstehe. Ja. Aha. Tja. Ja, verstehe. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise. Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden kann. Aha, dachte ich mir. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? L-Raum ist die Verwirrung im Kontinuum, die durch eine große Ansammlung von Büchern verursacht wurde. Stell dir nur einmal einige dieser alten Secondhand-Buchläden vor, die so aussehen, als hätte sie Escher auf einem schlechten Trip angelegt. Sie haben mehr Stufen und Absätze als Stockwerke. Und die verschiedenen Regalreihen, gefüllt mit Büchern, enden in kleinen Türen, durch die ein Mensch niemals durchpassen würde. Diese Verwirrung hat ungefähr denselben Effekt auf das Zeitkontinuum. Okay. Aber ich glaube, wir können ihn mit der Banane, die wir einstecken haben, locken. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Ach, geht doch. Okay, daran hätte ich mich eigentlich auch erinnern müssen. Schön. Gut, dann sagen wir wenigstens noch Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses Töre...
dann halt nicht. Ja, aber ich muss mich leider schon wieder verabschieden. Es geht dann gleich wieder an dieser Stelle weiter.